Herzlich willkommen auf unserem Kanal Feel Free on Tour. Und zwar am Aachensee. Österreich. Und ich weiß nicht warum und wieso. Aber wir haben also hier vorderste Reihe. Direkt mit Blick auf den See. Als ob wir hier schon 3 Jahre vorher reserviert hätten. Ein Traumplatz, vom Blick her jetzt gesehen natürlich, aber auch sonst. Haben heute fast blauen Himmel. Sonne scheint auch, man sieht es oben an den Bergzipfeln. Es könnte ein bisschen mehr Schnee sein, aber es ist wenigstens Schnee, zumindest hat es eine Schneeoptik. Und das freut natürlich die Kinder sehr. Die sind schon wieder völlig am Rumtoben und rufen schon wieder: Papa, Papa, ich hab den Schnee hinten drin. Also, herzlich willkommen in diesem Video. Was machst du da? Ein Schneeengel. Ja, was habt ihr denn? Was habt ihr gefunden? Ja. Den Waschraum. Ja, für die Herren, für die Damen. Ja, du gehst in die falsche Richtung. Ja, ich weiß, ich wollte nur aus dem Weg. Ja, das macht doch mal einen sehr schönen Eindruck. Was gibt's zum Abendbrot? Brötchen. Mit? Salami. Mit Salami. Ja, wir haben uns ganz gut eingelebt auf dem Campingplatz, haben heute wunderschönen blauen Himmel und Sonnenschein und sind gestern ganz toll empfangen worden. Da kriegt man das Wohnmobil, wenn man ankommt, abgespritzt mit Wasser, dass das ganze Salz runter ist. Und dann wird man zu seinem Platz geleitet und den Platz, den wir erwischt haben, also ist ja wirklich ein Traumplatz, direkt am See. Beim Essen können wir wunderbar auf den See schauen, können auch gleich mit dem Hund wunderbar hier am See Gassi gehen. Und direkt vor der herrlichen Seekulisse hier gibt es den Spielplatz mit verschiedenen Spielgeräten. Im Sommer gibt es hier auch noch 2 große Volleyballplätze. Und ja, während wir Eltern hier wunderbar in der Sonne stehen und richtig diese Wintersonne genießen können, spielen die Kinder da auf dem Spielplatz und haben richtig Spaß. Gehen wir mal rüber zum Spielplatz? Ja!
spielen! Ja, wollen wir eure Handschuhe noch anziehen? Da oben lang! Dann ist man schon oben da oben. Na cool. Da, oben. Da ist eine Puppe und Chips. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. So, jetzt bist du ganz hinten. Achtung! Eins, zwei. Angeber! Wow. Mama, machst du ein tolles Foto. Super! Toll, wie witzig! Aber verrückt! They never seem to leave my mind. On this road that I am on. Und wenn mal schlechtes Wetter sein sollte, dann gibt es hier sogar einen kleinen Indoor-Bereich. Den zeige ich euch auch mal. Ja. Ja, ich halte. Ja, von hier sieht man es jetzt noch mal ein bisschen besser. Auf, da hinten ist der Spielplatz für die Kinder. Hier vorne sind die Parkplätze, ganz normal. Dann ist hier die Wohnmobilentsorgungsstelle. Und gegenüber von der Wohnmobilentsorgungsversorgungsstelle sind die Wohnmobilstellplätze, wenn man nicht sozusagen auf dem Campingplatz stehen möchte, sondern nebeneinander die ganz normalen Stellplätze haben möchte. I gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Ja, Mama, was würden wir ohne Fernseher im Wohnmobil machen? Mit dem Mafia-Kostüm. Den sieht man gar nicht im Dunkeln. Was machen wir jetzt? Schlittenfahren. Ja. Hey Mama, warum ist denn jetzt da so viel Schnee? Weil da die Schneekanone steht. Ach so! Ich dachte, wir wären im Winter. Guck mal, die Murphy. Guck mal, der Bär. Ja, also grundsätzlich haben wir ja ein bisschen Schnee. Jetzt wollten wir gerade einen Spaziergang hier machen, aber der Weg ist komplett schneefrei, den wir gerade gehen wollten. Und jetzt sind wir hier an der Schneekanone vorbeigegangen und gucken mal in die Richtung. Da ist ein bisschen Schnee auf dem Weg. Ob wir da irgendwo mit dem Schlitten langkommen. Und der... Ich kann mal ganz schön. Hey, war gut? Ja. Wer möchte ein Brötchen?
Ich hab ja ein Brot. Ja, ich weiß, du schon auch, aber dreckig ist es nicht. Brötchen mit Mamaschen oder mit Käse? Ab! Du hast doch gefragt, wer ein Brötchen möchte. Käse? Na, beißen. Schmeckt's? Ja. Ist das hier eine schöne Aussicht? Ja. Die Kinder gehen aber nicht näher ran als der Papa. Ich kann das Wohnmobil sehen. Ich auch. Ich auch. Könnt ihr auch das Wohnmobil sehen? Ja. Ob das die Kugelalm ist? Meinst du, das ist die schon? Lass mich veralbern. Ich glaube nicht, dass die ein Gulaschsäppchen hat. Ich glaube, das kann ich später nicht ins Video reinschneiden. Aber ich will dein Gesicht auf. Für den Fall, dass du noch in der Lage bist zu schneiden, meinst du? Ey, das ist ein schönes Hütchen. Ich meine, gut, wir dachten allen, könnt ja was zu essen haben. Ich zeig dir mal ganz kurz. Also ich finde, die Kugelalm sieht aus wie ein kleines Hütchen. Ja, jetzt zeigen wir euch mal Kugelalm. Da ist ja wohl irgendwas. Scheint nicht nur eine Kugelalm.at zu geben. Nee, haben wir die falsche erwischt. Ärgerlich auch. Ärgerlich, ja gut. Hauptsache, wir sind mit den Kindern 3 Stunden hier hochgelaufen, schweißgebadet. Nass wie der Socken. Gibt's eine Steigerung von nass? Nässer. Am nassesten. Ja. Nass ist nass. Mama, Murphy. Meine Handschuhe sind nass. Ja, das ist irgendwie alles. You possess fire, you hold rain, but you forget about staying safe. Buch? Das gibt's ja nicht. Hunde. Löwen brauchen wir, Spatzelbär. Löwen. Nur Löwen? Oder du lässt die 3 Hunde draußen und versuchst einen Kniffel. Heute haben wir mal Schneewetter und unser Platz hier ist besonders schön, weil wir direkt am Rand stehen und können direkt über den See hier schauen und den Traktor die ganze Zeit beobachten, wie der Schnee schiebt. Wer gewinnt? Die Mama! Finja hüpft ja immer. Nach einem leckeren, ausgiebigen Frühstück machen wir jetzt eine Schneewanderung in die Stadt und genießen ein bisschen Schnee. Den Schnee. Stimmt's? Ja. Freut euch? Ja. Ja. Also, los geht's, oder? Ja. They can be tall grass sing songs and trees play a symphony. Ooh, imagine what we would do. Happy days be our guests. Wie war der Schneeausflug? Sehr schön. Hat es dir auch gefallen? Ja, wuff, wuff. Der hechelt nur, weil es jetzt natürlich
was zu Mittag gibt. Und heute testen wir mal, die Kroketten da oben zu machen. Mal gucken, ob das was wird. Schmeckt's euch? Ja. Gut. Muffin muss wieder leiden unten. Und draußen hat es ein bisschen aufgehört zu schneiden. Hey Mama, soll ich dir helfen? Wollt ihr mir was zeigen? Ja. Was denn? Bilder. Was sind das für Bilder? Unsere. Alle, die ihr im Urlaub jetzt gemacht habt, in den paar Tagen Winterurlaub. Und das hier ist noch meins. Ein Regenbogen. Hm? Guck mal, da haben wir eine Party, eine Geburtstagsparty im Wald. Was sagst du zu dem Geknalle, Murphy? Schon wieder eingeschlafen. Guten Morgen. Wir haben heute den 1. Januar. Das heißt, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2019. 1. Januar heißt auch, wir reisen heute ab vom Caravanpark Aachensee. Als Fazit lässt sich sagen, der Platz hat uns sehr gut gefallen. Die Kinder haben sich hier sehr wohl gefühlt mit dem Außenspielgelände und dem Indoor-Bereich. Für uns Erwachsene gibt es hier tolle Wanderwege in der Umgebung. Wer mit seinen Langlaufskiern auf die Loipe möchte, braucht die, ja, kann die im Grunde direkt beim Wohnwagen, beim Wohnmobil anziehen. Die Piste, die Loipe, das Streckennetz beginnt direkt hier am Campingplatz. Wer mehr für die Abfahrt zu begeistern ist, der hat einen Bus-Shuttle-Service, der einen direkt zum Sessellift, zum Skilift bringt und auf den Berg hinaufführt. Und dort oben gibt es mehrere Strecken zum Abfahren. Wer ohne Skier einfach wandern möchte, der hat mehrere Wanderwege, entweder am Aachensee entlang oder auf die verschiedenen Almhütten, die es hier gibt. Und das Sanitärgebäude von dem Campingplatz ist in einem wirklich ganz, ganz tollen Zustand. Das sieht aus, als ob das auch noch nicht so alt wäre. Also man fühlt sich, naja, da bei uns zu Hause Baustelle gerade ist, naja, obwohl das eine Bad ist fertig, würde ich sagen, man fühlt sich fast wie zu Hause. Also es ist sehr gepflegt, ist die ganze Zeit sauber gewesen. Der Service hier, die Mitarbeiter, die Familie, die das hier betreibt, ist super freundlich. Man wird super bedient. Man braucht auch keine Brötchen morgens zum Beispiel reservieren oder sowas, sondern Brötchen, Kuchen, andere Leckereien, Croissant oder sowas sind immer vorhanden, eigentlich den ganzen Tag über. Auch das Programm, was ansonsten angeboten wird, dass es mal zwischendrin einen Fackellauf gibt. Oder jetzt zur Silvesterzeit ist dann vorne immer so, ja, wie nennt man das, dann Glühweinstand und ein bisschen Musik aufgebaut. Das ist also richtig nett hier gemacht, da gibt's gar nichts. Für mich als Computertechnik-Freak, da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht am Wohnmobil WLAN gibt. Das reichte leider nicht bis zu unserem Platz und es gibt zwar rund um das Hauptgebäude WLAN, aber ja gut, da bin ich entweder unter der Dusche oder spiele mit meinen Kindern oder sitze im Restaurant und esse was, das es natürlich hier auch gibt, was sehr zu empfehlen ist, verschiedene Speisen gibt es hier. Ja, aber das WLAN hätte ich mir schon noch gewünscht, da bin ich also nicht zu viel gekommen hier im Urlaub. Aber Urlaub ist ja auch nicht da, um viel zu arbeiten oder, was heißt arbeiten, solche Sachen zu machen, sondern zum Entspannen. Und das ist uns hier wirklich gut gelungen. Wir hatten tolles Wetter am Anfang, ein bisschen weniger Schnee, blauer Himmel und viel Sonnenschein. Dann hat es angefangen zu schneien. Jetzt ist zwar nicht der Himmel so schön, aber dafür liegt ein bisschen Schnee da. Obwohl die sich hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wünschen würden. Das ist alles auch jetzt im Moment gerade wieder sehr matschig, sehr vereist. Also, aber trotzdem, man hat hier eine Schneelandschaft, wenn man rausschaut. Am Ende kann ich nur sagen, der Platz ist super. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Bedanken uns ganz herzlich für den schönen, netten Aufenthalt, den wir hier hatten. Möchten uns auch ganz herzlich bei Mike und Claudia bedanken, die wir sozusagen als Zuschauer kennengelernt haben, mit denen wir einen schönen Kaffee-Nachmittag, Kaffee-Erzähl-Nachmittag hatten. Hat uns sehr viel Freude gemacht, auch mal Zuschauer bzw. euch kennenzulernen und ein bisschen sich auszutauschen und zu erzählen und zu plaudern. In dem Sinne
Wir machen jetzt noch einen kurzen Stopp in der Nähe von Nürnberg, um Freunde zu besuchen. Und morgen geht es dann für uns nach Hause, da Caro nochmal die Woche arbeiten muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was über den Campingplatz kennengelernt. Ihr habt ein bisschen was vom Familienwinterurlaub kennengelernt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr im nächsten Video, wenn ihr im nächsten Video auf unserem Kanal Feel Free on Tour wieder dabei seid. In dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video.